Heute gibt es wieder eine Abonnenten der Woche und zwar ist das Tom. Wenn ihr Abonnent der Woche werden wollt, müsst ihr einfach nur hier ein Abo da lassen und dann seid ihr hier in der Verlosung. Also ein Abo und ein Kommentar mit dem Hashtag ADW für Abonnenten der Woche. Let's go! Shish, was geht? Heute gibt es eine neue Folge. Ich bewerte eure Teams und ich habe wieder ein ganz besonderes Trikot an. Ihr seht es heute. Barcelona, FC Barcelona. Ja, und es ist von der Champions League Saison 05-06. Das ist eins meiner Lieblingstrikots. Nämlich das in der Champions League Variante, weil sonst war das hinten so auch so, mit so einem roten Teil noch und nicht nur ein blauer Teil. Seht ihr jetzt? Weil es ist nämlich Ronaldinho. Und das hier, dieser rote Teil, war halt komplett durchgehend bei dem normalen Trikot, bei der normalen Version. Aber bei der Champions League Version sieht man, ist das hier komplett blau. Und dieses Blau auf dem Gold, dieses Gold auf dem Blau so rum mit der Schrift und so. Ja, wie gesagt, eins meiner Lieblingstrikots. Starten wir rein. Beim letzten Mal habe ich euch gefragt, dieses Team hier zu verbessern. Und dazu hat Konstantin geschrieben, als erstes Gulaschi für Radetzky, Headliner tauschen, dann Delaney für Jan für Birthday. So, dann als letztes noch Mané mit Jota austauschen. Muss man ca. 60.000 sparen. Ja, vielen Dank für diesen Vorschlag und wir kommen zum nächsten Team. Und das kommt von einem jungen Herren, ich weiß nicht, ob er jung ist, aber er heißt auf jeden Fall Jan, folgt mir und seit Januar 2020 bei Twitter. Er schreibt, hab noch 130.000, Shaw, Hart, Kimpembe, Jones, Neymar sind untrade, Hashtag Schicht im Hashtag PS4-Share. Und dann schreibt er hier auch noch, kannst aber auch teurere Verbesserungen reinpacken, Hashtag Schichtteam, alles klar. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Da haben wir nämlich im Tor Joe Hart, dann haben wir in der Verteidigung Sambia, Kimpembe, Gomez und Shaw. Im Mittelfeld haben wir Jones, Makelele und Ben Yedda und vorne Ousmane Dembélé. Dazu haben wir Kylian Mbappé und Neymar. Ja, Alarmmeisters-Team, 187 ist die Bewertung. Und wir haben hier einen Teamwert von 3 Millionen Coins mit einem Budget von 130.000 Münzen. Ja, was haben wir hier? Ein interessantes Team. Kimpembe, Ben Yedda, Sambia da auf der rechten Seite. Ist ein Dreieck, das habe ich bisher, glaube ich, so in der Form noch nicht gesehen. Auf jeden Fall cool. Dann Dembélé hier, die Informkarte, die neue drin. Mbappé, Neymar, Luke Shaw auf links. Ja, was könnte man hier machen mit dem Budget von 130.000? Also, man könnte als erstes Lemelu, What If, für Makelele reintun. Und ich war mir jetzt nicht tausendprozentig sicher, aber nehmen wir an, Makelele wäre tradable, dann könnte man den verkaufen und dann sich damit, wenn man dann auch noch Dembélé verkauft, Atal Foot Birthday kaufen und den dann auf den rechten Flügel tun. Ja. Und Atal, ich glaube, dass das eine sehr krasse Karte ist, das brauche ich niemandem zu erzählen. Ein Mann, ein Spieler, den du überall spielen kannst. Ja, das wäre hier der Vorschlag für dieses Team. Wenn ihr da andere Ideen habt, dann schreibt das in die Kommentare und wir kommen zum nächsten Team. Das kommt von... Hallo. Folgt mir uns nur für Shisha, ja, ist klar, seit Februar 2021 bei Twitter. Er schreibt... Hashtag Shishim, Hashtag Xbox Share, Cheechtube, Hey Yaya und Community, das ist mein Team, alles an Trade und habe so 250.000 Budget. Habe überlegt, statt Varane, Hermoso, Foot Birthday und irgendwas mit Bruno, Guimaraes und Neymar zu machen. Wollte aber noch euch bzw. dich fragen, danke im Voraus. Okay, auch das schauen wir uns einmal an. Da haben wir im Tor Schmeichel, dann haben wir Mukiele, Boateng, Varane und Estupinian. Außerdem Joao Felix, Kondogbia und Andrich und vorne Bailey, dann Ian Wright und Neymar. Ja, Normandie au Pope heißt das Team, 187 ist die Bewertung und wir haben hier einen Teamwert von 2,3 Millionen mit einem Budget von 250.000 Münzen. Also, erstmal Hermoso wäre auf jeden Fall etwas, was man, ja, was man machen kann, was denkbar ist. Ist allerdings auch nicht ganz günstig, ne? Aber ja, also Hermoso... könnte man durchaus machen, man kann es aber auch anders machen. Und zwar könnte man zusätzlich noch Neuhaus kaufen für Andrich. Also Andrich würde ich auf gar keinen Fall spielen persönlich in so einem Team. Der fällt hier komplett raus. So und ja, direkt auswechseln und so finde ich auch nicht so cool, weil dann hast du nur 5 Chemie. Da könnte man Neuhaus reintun, Future Stars, so. Und dann als zweites könnte man einen anderen Atletico-Innenverteidiger reintun, für den das Budget reichen würde, nämlich Jimenez. So, dann hättest du Jimenez für Varane drin und dann den Link zwischen Joao Felix und ihm und dann wird das passen und perspektivisch kannst du auf jeden Fall auf Hermoso hinarbeiten, ist durchaus eine starke Karte.
Ja, das wären hier die Vorschläge für dieses Team. Andere Ideen in die Kommentare. Wir kommen zum nächsten Team. Das kommt von Jonas. Er folgt mir uns seit April 2020 bei Twitter. Er schreibt: Hashtag PS5 Share at SheeshTube, Hashtag SheeshTube. Hey, ja, das ist mein Team. Alle sind tradable, außer Dybala, Jan, Ronaldo, Juri und Reus. Budget sind 200.000. Außerdem schreibt er: Danke im Voraus. Grüße gehen raus an Marius. Vielen Dank für deine Vorschläge und wir schauen uns das Team an. Jedes Mal, wenn ich diese PlayStation 5 Screenshots sehe, denke ich mir, das sieht richtig nice aus. Also, Courtois am Tor, Quadrado. Außerdem haben wir hier Sambrotta, Varane und Berchiche. Meine natürlich Cannavaro, nicht Sambrotta. So. Im Mittelfeld haben wir Cristiano Ronaldo, dann haben wir Hullet und Can und vorne sehe ich außerdem noch Kulusevski, Dybala und Reus. Ja. Das Team hier heißt No Cap, 188 ist die Bewertung und wir haben hier einen Teamwert von 11,6 Millionen mit einem Budget von 200.000 Münzen und ein großer Teil dieses Budgets liegt natürlich in Cristiano Ronaldo Totti. Was für eine Karte, also ja, GG dazu. Und jetzt ist natürlich die Frage, was man hier mit 200.000 machen kann, ne? Das ist jetzt nicht so super viel, aber folgender Vorschlag hier bei diesem Team, was mir wirklich sehr gut gefällt. Der Perfect Link zwischen Reus und Can ist natürlich nice. Also, als erstes könnte man Juri Berchiche rausnehmen und dafür Günther Food Birthday reintun. Ja, so eine Sache, die man machen könnte. Dann könnte man Hullet rausnehmen und dafür Goretzka Headliner reintun. Die 89er Karte ist ja, insgesamt mittlerweile wahrscheinlich der bessere Allrounder als diese Version von Hullet. Und dann könnte man ebenfalls noch in der Verteidigung Sambrotta die 86er Karte reintun für Cuadrado. Ja, das wären hier die Vorschläge. Damit das chemietechnisch passt, würden wir das folgendermaßen umstellen. So wird es dann in-game aussehen und da seht ihr, warum wir Sambrotta reingemacht haben oder reingetan haben, damit das nämlich auch mit Varane funktioniert und mit allen anderen. Ja, das wäre hier der Vorschlag bei dem Team. Andere Ideen? Wie immer in die Kommentare, wir kommen zum nächsten. Und das kommt von einem jungen Herren aus dem Schwarzwald, nämlich Max. Folgen wir uns seit März 2021 bei Twitter. Er schreibt: Moin, ja, das ist mein Team, Budget 600.000. Danke im Voraus, Hashtag PS4-Share, Hashtag SheeshTube, @SheeshTube. Grüß gehen raus an Marius, an Ronny und an Imran. Vielen Dank für eure Vorschläge, wir schauen uns das Team an. Da haben wir im Tor Van der Sar, dann haben wir in der Verteidigung Reece James, außerdem Gomez, Bender und zusätzlich Wendell. Im Mittelfeld Gendouzi, Mbappé und Beckham und vorne Fati, außerdem Llorente und zusätzlich Nedved. SVS Max heißt das Team, 185 ist die Bewertung und wir haben hier einen Teamwert von 3,6 Millionen mit einem Budget von 600.000 Münzen. Ja. Also, Nedved Moments ist auf jeden Fall eine coole Karte. Beckham, die Frisur sitzt safe bei ihm immer. Was könnte man machen? Ist fast wie bei mir, ne? Was könnte man machen? Also, man könnte hier als erstes Kanté reintun, die Informkarte, und zwar für Llorente. Dann als zweites Mbappé und Kanté tauschen und dann Jatta What If reinstellen für Fati. Ja, wenn ihr da andere Ideen habt, schreibt das gerne in die Kommentare und wir kommen zum nächsten Team. Und das kommt von einem jungen Herren namens Moritz. Er folgt mir und ist 16 Jahre und VfL-Fan. Ja, ist das Gladbach oder Wolfsburg? Bei diesen beiden Farben hier. Also ich würde sagen Gladbach, ne? Borussia. Es muss Borussia sein. Also, seit März 2021 bei Twitter. Er schreibt: Hashtag PS4, Hashtag SheeshTeam. Hey, ja, das ist mein Team. Alles untrade außer Rebic und Wang. 100.000 Budget. Danke im Voraus. Im Tor haben wir Alisson. Dann haben wir in der Verteidigung Bender, Reguilon, Diaz und Dalot. Im Mittelfeld haben wir Rebic. Dann haben wir Deco, Gündogan und Patrick Hermann. Und vorne Wang und außerdem Ian Wright. Ja, uns offensichtlich die richtige Borussia. Grüße gehen raus. Ja, wir haben auf jeden Fall hier eine Teambewertung von 184. Team heißt vielleicht und wir haben hier bei diesem Team einen Teamwert von 1,8 Millionen mit einem Budget von 100.000 Münzen. Ja, also, was haben wir hier? Das haben wir ja zwei Prime-Icons, dann haben wir Wang vorne. Das ist auf jeden Fall ein cooles Team, allerdings kann man in der Abwehr noch ein bisschen was machen, denke ich.
Ja, 100k haben wir zur Verfügung. Das ist eure Aufgabe, liebe Freunde. Schreibt da eure Vorschläge in die Kommentare und einer von euch wird wie immer in der kommenden Folge gefeatured werden. Ansonsten checkt sehr gerne den Discord ab. Ist kostenlos. Mich hat letztes Mal jemand gefragt, ob der was kostet. Nein, kostet nichts. Könnt ihr einfach reinkommen und joinen. Das ist von der Community für die Community. Und hier zum Beispiel ist ein Raum für Teambewertung oder ja, zum Thema Trading könnt ihr euch austauschen. Ich habe hier bei nützliche Links ein paar Links reingepackt. Zum Beispiel hier hast du die günstigsten SBC-Lösungen oder die günstigsten Preise aktuell nach Rating. Das heißt, wenn ich da drauf gehe, komme ich zum Beispiel hier auf diese Übersicht. Und die ist auch immer aktuell. Ne? Und ja. Also, kommt da gerne vorbei, ist in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten checkt natürlich Instagram ab, @shishteam und auch shishplay. Auf YouTube ist hier eine Endcard verlinkt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst sehr gerne ein Like da, drückt auf die Glocke, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Sheesh. Sheesh.